Kennt ihr das, wenn ihr über Wochen hinweg wunderbare Tage hattet, denn am Tag richtig schön frühlinghaftes Aprilwetter mit 24 Grad und in der Nacht so durchschnittlich 7 Grad Celsius und auf einmal kommen die kühlen Temperaturen, meistens die Eisheiligen, und die Pflanzen müssen dann bei einer Kühle von 0 bis 2 Grad irgendwie überstehen und auf einmal machen sie so ein bisschen schlapp, haben Frostschäden oder was auch immer. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal so meine Vorbereitungsmaßnahmen und Tipps geben, wie ihr die Eisheiligen und allgemein solche Zeiten, die können ja immer wieder kommen, auch im Juni, wie man sich da am besten vorbereiten kann. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, ich möchte einfach mal so über diese kühlen Tage jetzt noch sprechen, weil gestern bei uns hat es wirklich 0 Grad gehabt und davor 2 Grad und da haben meine Tomatenpflanzen ja ein paar Schäden abbekommen, haben ein bisschen Frostbrände bekommen, aber normalerweise sollten die auch kommen. Aber was macht man jetzt bei den Eisheiligen zum Beispiel, weil die jetzt die nächsten Tage wieder anstehen? Und allgemein, wenn es zum Beispiel mal im Juni kältere Tage kommen, wie bereitet man sich denn grundsätzlich vor? Also bei mir unten im Folientunnel ist halt das Kleinklima so, dass ich halt, weil ich so in einem Moosgebiet bin, das hat dann mal kühle Luft, kühler Windstrom mal kommen kann und meine Pflanzen dann ziemlich hart erwischt. Das ist meinen Tomaten zum Teil passiert, ein bisschen oben, aber die kommen schon wieder. Und da habe ich das halt so gemacht, dass ich die Folie halt wirklich komplett runtergezogen habe. Habe auch innen drinnen Vlies ausgelegt, auch Bettdecken, Folien, alles mögliche, um die Pflanzen halt nochmal zu schützen. Es ist halt einfach wichtig, entsprechende Kleinklimen zu schaffen oder Klimata. Und auch wirklich sein Klima zu kennen, wo man lebt, weil es ist ja nicht überall gleich. Also zum Beispiel jetzt im Weinberggebiet oder anderen Regionen, wie zum Beispiel bei mir in Bayern oder so, muss man jetzt nicht unbedingt mit großartig viel Frost rechnen mehr. Im Norden vielleicht kann es dann noch mal kühle Nächte von minus 2 Grad oder sowas schon noch geben. Und das ist dann natürlich erstmal regionsabhängig und da muss man auch wirklich nochmal schauen. Das Kleinklima unterscheidet sich natürlich auch im Dorf ein bisschen. Man kann sich auch selbst Kleinklimata schaffen. Wie gesagt, mit dem Vlies ist eine super Möglichkeit, was ich gemacht habe, also Vlies oder Säcke. Da haben zum Beispiel auch bei mir Tomaten draußen im Freiland überlebt, die schon gut angewurzelt sind. Da habe ich auch Säcke drüber gelegt. Die müssen sich jetzt nur noch ein bisschen erholen, dann kommen sie schon wieder. Und sonst habe ich dann noch die Folie komplett runtergezogen, Wasserkübel draufgelegt, dass wirklich keine Luft unten drunter kommt, weil in der Regel ist es halt so, dass die kühle Luft, also ist unten ist halt kühler als oben und ich habe halt verhindern wollen, dass halt die kühle Luft nach unten kommt, und weil ich halt wieder so viel Grasschnitt gehabt habe, halt nochmal komplett einen Haufen Grasschnitt mit reingelegt auf die Folie drauf, dass ich so eine kleine Umrandung habe, und das hat dann wirklich alles nochmal funktioniert. Also bei dem Tag, wo es 2 Grad gewesen ist, habe ich dann schon ziemlich große Schäden an den Tomaten bemerken können. Aber jetzt bei 0 Grad von heute Nacht, also am 7. nehme ich das Video hier auf, 7. Mai, da war jetzt nicht so viel, da ist eigentlich alles so geblieben, wie es ist. Ich habe auch ein paar Pflanzen mit Stroh abgedeckt, das kann man auch machen, um Wärme zu isolieren. Weitere Möglichkeiten neben dem Vlies kann man auch machen, so mit Steinen arbeiten, als Kleinklima zu schaffen. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Grasmulch irgendwie so einen kleinen Haufen gemacht, damit da der Wind drüber geht. Also man muss halt ein bisschen schauen, wie man halt alles für sich ausnutzt. Manche stellen auch Kerzen in ihr Gewächshaus oder Folientunnel oder haben elektrischen Lüfter. Man muss halt einfach schauen, wo seine Prioritäten liegen, wie man halt jetzt sein Kleinklima aufbessert, es wärmer macht, Sonnenfallen aufbauen. Solche Geschichten muss man einfach mit integrieren. Wie gesagt, auch mit dem Stroh. Und sonst, wenn mal was passiert ist, also wie gesagt, diese Frostschäden, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es bei mir passiert ist,
Besonders bei den Tomaten, die sind sehr widerstandsfähig und sie kommen in der Regel nochmal. Also wenn die noch ein bisschen grün haben, einfach ein paar Tage erholen. Ich habe denen auch ein bisschen Brennnesseljauche gegeben, damit sie wieder antreiben. Es ist nicht schlimm, es ist kein Weltuntergang und man muss sich auch nicht so viel Gedanken machen, weil das ist auch nicht so heilsam. Und wenn man genug Pflanzen in der Vorzucht gehabt hat, dann ist es in der Regel eigentlich auch nicht schlimm. Dann kann man es verkraften, vielleicht werden einige Sorten dann doch nichts, dann versucht man es halt nächstes Jahr, dann lernt man halt einfach. Das ist einfach ein Lernprozess, man sollte es einfach mitnehmen und ja, ist jetzt halb so schlimm, finde ich. Einfach vorbereiten, lernen und es sind einfach Erfahrungen, die man machen kann. Also so viel zum Thema Eisheiligen bzw. kühle Nächte und ja, wie ich das alles dazu sehe, welche Vorbereitungsmaßnahmen ich habe. Grundsätzlich zum Abschluss kann ich auch sagen, ja, Geduld ist eine Tugend. Das ist auch wichtig, also man muss nicht unbedingt der Erste sein und die meisten Erträge haben. Man sollte einfach mit seiner Arbeit zufrieden sein, mit seiner Tätigkeit und einfach das Leben genießen. Es kommt, wie es kommt und manchmal ist es halt so, man soll einfach daraus lernen. Das ist einfach so meine Botschaft. Nicht so viel Hektik, der Garten soll natürlich auch Spaß machen und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar hinterlassen. Das unterstützt mich sehr. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade hier im Peace-Projekt. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal Freunden und Bekannten empfiehlt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ja, ich hier so weiter für euch Videos produzieren kann und sich sozusagen meine Tätigkeit, auch ja, diese Energie, die ich ausstrahle, auch wieder zurückkommt und ich das hier einfach weiter aufbauen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderbare Mai-Tage, genießt das Wetter und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.